es gibt den Sonnenschein, einen schönsten Regen, wo mir muss auch Regen sein. Auf jeder grünen Wiese siehst du auch Disteln stehen, und Rosen ohne Dornen hast du nie gesehen. Mach deine Augen auf, kann es nicht schöner sein, die Welt und was dazugehört ist nur für dich allein. Die Welt und was dazu gehört, ist nur für dich allein. Du bist der Mensch, schick ihm nicht fort, gib ihm die Hand, schenk ihm ein Wort. Hier ist der Mensch, der will zu dir, du hast dein Haus. Öffne die Tür, öffne die Tür. Dabei, denn Denken schadet der Illusion. Alles dreht sich im Kreis, und kommst du mal aus dem Gleis, was eben Erfahrung anstatt Offenbarung was macht. Ivan Rebro alias Hans-Uwe Schneider, mehr von ihm um genau 21.35 Uhr. Und da lese ich auf der Seite 276, Stimmenimitationen. Begann Hans-Uwe Schneider, Jahrgang 1937, schon als 10-jähriger Schüler. Inzwischen parodiert
der Stimmenklau, über 100 der beliebtesten Stars in einer Stimme. Ach, ja, ja, und schon ist hier wieder etwas Furchtbares eingetreten. Ja, ja, nämlich ich. Ja, ich heiße nicht nur Heinz Erhardt, sondern Sie alle hier recht herzlich willkommen. Ja, noch Sie zu Hause natürlich, nicht? Ich möchte Ihnen gern die herzlichsten Grüße aus Mainz über den Bildschirm zu Füßen schleudern. Ja, ja, Sie dort, Sie, Sie, so, so. Früher war ich kleiner, da hatte ich die Augen hier. Nee. Wie ja heute wieder ein Schelm. Ei, ei, ei. Du bist heute nicht Hans Albers, sondern Heinz Erhardt. Ja. Das ist, im Grunde ist es der Hans-Uwe Schneider. Mein Kollege Frank Odenthal hat den Kollegen Schneider mal zu Hause besucht. Jawohl. Im Rheingau. Ja. Nämlich